Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir spielen das Modpack Hermitcraft und wir gehen nochmal runter, denn wir haben ja vorhin noch einen Diamanten hergestellt. Der müsste fertig sein. Wo ist er? Hier, da ist der Diamant. Da, 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 Diamant. Und jetzt haben wir schon 10 Diamanten. Sehr gut. Ich habe mir jetzt gar nicht überlegt, was wir in dieser Folge machen. Die letzte Folge ist ja so ein bisschen Gartenarbeit gewesen und Bienenzucht. Dann haben wir ein paar Sachen hergestellt für die Küche und so weiter. Und ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal in die Höhle gehen und nach ein bisschen Kohle suchen. Ja, das machen wir jetzt auch. Wir suchen nach Kohle. Dazu müssen wir noch ein Stückchen runter, noch einmal, und zwar hier in unseren Gang. Und wir packen mal noch ein paar Fackeln in die Hand. So. Da hinten ist zum Beispiel noch Kohle. Hier ist Osmium-Ohr. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, siehst du? Ich bin jetzt schon so oft hier unten gewesen, in der Höhle, beziehungsweise in dem Gang, den ich gegraben habe, um nach Ressourcen zu sammeln. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Irgendwie entdeckt man hier ständig wieder irgendwas. Ah ne, das ist ja gar keine. Das war ja Lidohr. Aber hier ist Kohle. Nein, nein! Nein! Oh! Oh! Verdammt! Ah, Schwein gehabt! Hier ist Eisen. Beinahe in die Lava gefallen, Idiot. Gold, da brauchen wir Diamantspitzhacke. Das holen wir jetzt nicht. Wir brauchen ja Eisen. Wir brauchen ja Eisen. Quatsch, Kohle wollte ich holen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Ja, wer sich hier wundert, wird das hier keine Monster kommen. Wir spielen aktuell immer noch im Peaceful-Modus. Ich bin nämlich noch in der Aufnahmesession und bei dem Start der Aufnahmesession hatte ich vergessen, dass wir im Peaceful-Modus sind und entsprechend sozusagen dann den Server zu neu zu starten. Denn man kann es zwar mit einem Serverbefehl machen, aber irgendwie stellt sich das nicht um. Das haben wir nämlich das letzte Mal schon gemerkt, als wir in der Hölle waren. Aber das ist jetzt nicht so wild. Wir wollen ja friedlich craften, beziehungsweise Ressourcen sammeln. Und da würden uns jetzt ja böse Monster einfach nur stören. Ich werde das aber auch demnächst wieder umstellen. Versprochen. Kupfer. Aber wir brauchen erstmal Kohle. So, warte mal, da oben. Nee. Dort, wo wir fast runtergefallen sind, genau hier. Da müssen wir uns bloß nochmal hier reinkrabbeln. So, und diesmal nicht. Warte mal. Okay, das wird da runterfallen, wenn ich das jetzt abhacke, außer das hier. Das heißt, ich mache mal hier ein, jawohl, Cobblestone hin. Dann können wir nämlich hier die Kohle abbauen. Osmium-Ohr. Osmium habe ich jetzt noch nicht so viel, deswegen nehme ich das jetzt mit. Yellowreed-Ohr. Ach, keine Ahnung, nehme ich mit. Hier ist nochmal Kupfer. Also wie gesagt, ich habe ja das letzte Mal, als ich schon in der Höhle gewesen bin, hatte ich einfach einen Gang gegraben und dann bin ich auf eine Höhle gestoßen und hatte hier ziemlich viele Ressourcen. Dann habe ich einen neuen Gang gegraben, bin wieder auf eine Höhle gestoßen und ja, dann wieder einen neuen Gang gegraben, also den Gang weitergegraben und das ist halt eine dieser Höhlen. Und wie man sieht, es ist halt immer noch nicht alles abgebaut, ja. Es ist überall noch ziemlich viel Zeugs, was man halt sich, ja, was man einfach abpflücken kann.
Ist das eigentlich Gold da unten? Ah ja, stimmt, Gold, ja. Na klar ist das Gold, aber können wir ja nicht abbauen. Ich gehe jetzt mal den Gang weiter. Hier hat man schon alles abgebaut. Wir können ja dann den Gang weitergraben. Hier nach oben bin ich, glaube ich, noch nicht gegangen, oder? Weiß ich nicht. Ah doch, hier oben bin ich schon gewesen. Hier hatte ich schon alles abgebaut. Ist das hier Zinn? Oh. Deswegen, hier war ich auch. Hier ist nochmal Kohle. Warum habe ich die nicht eigentlich mit ab? Ach ja, stimmt. Hier war dann mein Inventar voll. Haben wir den Rucksack mit? Ah, jetzt haben wir schon die Möglichkeit, einen Rucksack herzustellen. Und ich habe den nicht eingepackt. Das ist so. Ich habe extra den Mod installiert, ja, dass ich einen Rucksack herstellen kann. Wegen ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und was mache ich? Die Sonne geht auf und es scheint durch den Berg. Und was mache ich? Ich nehme es nicht mit. Ich nehme es nicht mit, ich Idiot. So, was ist denn hier alles? Purple Shimmering Mushroom. White Shimmering Mushroom. Da haben wir Blue Shimmering Mushroom, ne? Blaue sieht aber eher aus wie lila. Redstone Ore. Wieso brauche ich denn für Redstone Ore eine Eisenspitzhacke? War das schon immer so? Weiß ich gar nicht mehr. Hier ist nochmal Eisen. Noch mehr Eisen. Und Kohle. Also wie gesagt, Ressourcen ohne Ende hier. Also da, es ist jetzt nicht so, dass wir nichts finden. Man muss sich halt wirklich nur mal einfach mal eine Stunde Zeit nehmen oder so. Dann rennt man hier so ein bisschen durch. Was ist das hier? Das ist Kupfer. Das ist Kupfer, aber von einem anderen Mod. Und deswegen, ich mache das eigentlich gerne im Off. Das heißt, dass ihr halt nicht die ganze Zeit zugucken müsst, wie ich hier hacke. Ich will lieber halt während der Gameplays ein bisschen was von dem Mod zeigen, herstellen und so weiter. Aber da wir jetzt keine Kohle mehr haben, müssen wir das jetzt machen. Und was ich auch noch mache ist, da wir hier jetzt Gravel finden, baue ich hier den Gravel ab. Ihr werdet euch sicher denken, was gribbelt denn der hier den Gravel ab? Aber wer die anderen Folgen gesehen hat, der weiß, dass wir das zur Erzeugung, zur Herstellung von Diamanten benötigen. Da aus dem Gravel können wir nämlich den Flint herstellen, wenn der nicht schon rausfällt hier. Und Gravel brauchen wir auch für die Herstellung von unseren Ofensteinen. Beziehungsweise wir müssen dann erst so ein zementartiges Gemisch herstellen. Warte, ich baue den Basalt hier ab. Nicht mit der Schippe. Die ist gleich kaputt. So. Denn unser Ofen, also quasi der Schmelzofen, der benötigt so gebranntes Zementsteine, irgendwie sowas ähnliches. Ja, okay, die Schaufel ist kaputt. Wir können trotzdem noch mit der Schaufel ein bisschen rummachen hier. Ich guck mal, was wir jetzt haben. 62, ein Stack. Dann machen wir jetzt noch zwei Stück davon. Machen wir voll. Ja. So. Jetzt haben wir ganz. Ach nee, warte mal, eins fehlt noch, siehst du. Zählen kann er auch nicht. Gut. Okay. Meine kleine Mutter. Jetzt wissen wir ja gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind, wa? Dann müssen wir mal schauen, Das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest, wenn sich die Steuerung plötzlich oder wenn sich das Minikicken hier plötzlich dreht. Genau das, das geht mir so auf den Keks.
Ich weiß nicht, warum das manchmal passiert. Da dreht er sich einfach und oh. Wir haben schon 2 Stacks Kohle. Und ja, und dann steuert man halt irgendwo hin, ne? Und fällt in die Lava oder sowas. Oder in den Schlund eines Monsters. Oder man sieht sich in Mos Eisley wieder. Ja, das ist, ne? Das passiert schon mal. Okay. Kohle, Kohle, Kohle. Coole Kohle. Ja, wir wollen jetzt ja den Gronkh-Song jetzt nicht singen. Das wäre nicht angebracht. Auch wenn wir Kohle finden. Aber wir freuen uns ja so, dass wir Kohle finden. Aber egal, lasst es einfach sein. Singt nicht den Song. Singt nicht den Song. Wieso? Hast du was gegen den Song? Nein, ich habe nichts gegen den Song. Aber wir dürfen den nicht singen. Rechte. Oh, oh. So, warte mal ab. Ich mache jetzt hier mal einen Block hin, damit ich hier nicht von dem Wasser weggespült werde, ne? Mhm. Aber das Wasser, das ist ja da oben. Das Wasser fängt da oben an. Das heißt, wir können da gar keinen Block hinsetzen, nicht wahr? Gut. So. Oh, hier ist ein Riesenkohleader. Also das ist wirklich ein Riesenkohleader. Mein lieber Schwein. Gut, da los. Wird die Kohle weggespült. So, mein lieber Herr Gesangsverein, was ist denn das hier? Saphirohr. Na, das müssen wir uns mal merken, Saphirohr. Da kriegen wir nämlich Saphire raus. Wer hätte es gedacht? Na, bekommst du da Saphire raus? Bekommst du aus den Saphirohr Saphire raus? Ne? Ist das nicht sehr offensichtlich? Musst du das ja nicht noch sagen, oder was? So. Coole Kohle abgebaut und 3 Stacks Kohle. Na, wenn das nichts ist. Wenn das nichts ist, jetzt müssen wir nur noch den Ausgang wieder finden. Ich weiß nämlich nicht, von wo wir gekommen sind. Warte mal. Ist das der Ausgang? Hier sind wir lang. Ich glaube, wir sind von irgendwo. Nee. Wir sind nämlich irgendwo runtergefallen, ne? Wir sind doch irgendwo. Hier bin ich gewesen. Da oben vielleicht? Warte mal, ich setze mal hier einen Block hin, dass das Wasser weggeht. Ja, da geht das Wasser. Hm, gucke dir mal an. Das Wasser, das kommt jetzt von dort lang. Ne? Da musst du jetzt mal einen Block hier hinsetzen. Das geht aber nicht. Du kannst da keinen Block hinsetzen. Du musst einen hier drunter setzen. Ne? Genau, mach das mal so. Genau. Ich weiß es nicht. Hier ist so viel Zeugs. Hat mich sehr eingegraben. So, jetzt hör mal auf, hier rum zu jammern. Du wirst den Ausgang schon finden. Hier oben sind nämlich Fackeln. Gucke dir mal an. Oh, was ist das hier? Ist noch mehr Saphirohr. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit der Spitzhacke hier runter. So, warte mal. Der Ausgang, da oben sind Fackeln, das heißt, wir sind hier schon mal gewesen. Und der Ausgang ist jetzt... Ich habe keine Ahnung. Hier vielleicht? Ah ja, alles klar. Das werden wir uns ja gar nicht merken. Das heißt, wir müssen mal hier 3 Fackeln hinstellen, dass wenn wir zurückkommen mit der Diamantspitzhacke, dass wir den Weg auch wieder finden. Okay, gut, das ist schon mal in die falsche Richtung gewesen. Mal sehen, ob wir das die Stellen... Ja, hier sind die 3 Fackeln. Die 3 Fackeln. So, dann lasst uns mal wieder hochgehen und unser Zeug einsortieren. So, es ist dunkel draußen. Eben war es doch noch hell. Oder ist die Sonne untergegangen? Gravel. Diorit. Basalt. Obsidian. Cobblestone. Holz.
Und hier kommt Kupfer, Osmium, Iron Ore, Yellow Reed Ore und Copper Ore und nochmal Tin Ore. Und jetzt brauchen wir meine Hacke. Jetzt stellen wir meine Hacke her hier noch. Eine Hacke, so aus Diamant. Wir haben ja jetzt welche hergestellt. So, zack. Jetzt holen wir uns noch den, die leuchtet. Jetzt holen wir uns die Saphir, das Saphirohr, die Saphire. Wenn wir die Stelle wiederfinden, ich bezweifle es. Dadurch, dass wir natürlich jetzt auf dem Peaceful-Modus spielen. Ah, hier ist schon die Stelle. Und wir sind von... Wir sind von hier gekommen, ne? Genau. Dadurch, dass wir Peaceful spielen, haben wir natürlich auch keinen Hunger. Ah, hier, guck mal. So. Dann müssen wir mal gucken. Irgendwo hatten wir, glaube ich, noch Redstone gesehen. Resonating Ore. Resonating Ore. Resonating Ore. Was ist das? Auch nochmal Resonating Ore. Was auch immer das... Aua! Jetzt sind wir schon wieder irgendwo runtergefallen. So, warte mal. Das ist Redstone. Redstone ist so eine Sache, das haben wir bis jetzt immer noch nicht so doll viel gekriegt. Das heißt, wir müssen das mal einsammeln hier noch. So. Stört das Wasser nur. Oh, guck mal, Diamant. Diamant. Die Frage ist natürlich, warte mal. Nehmen wir uns noch ein bisschen. Ah, hier. So. Peridot kam da noch mit raus. Wir nehmen das nochmal raus, weil darunter ist nämlich noch. Siehste? Darunter sind nämlich noch. Ist nämlich noch Lava, das heißt, wenn wir den abbauen, fällt das direkt in die Lava und dann ist der Diamant auch im Eimer. So, ich hoffe, das klappt. Ja, das klappt. Okay. Haben wir den Diamant eingesammelt? Nein, der ist natürlich instant verbrannt. Super. Da haben wir schon mal Diamant gefunden und der verbrennt er auch noch in der Lava. Schönen Dank auch. So, warum ist hier so viel Wasser? Ah, da ist nochmal Diamant. Oh, Diamant. Überall ist Diamant. Guck dir das mal an. Oh, zweimal Diamant. Coole Sache. Aber mich interessiert eigentlich noch das, das Redstone hier in der Ecke. Boah. Guck, dass das Mann hier ist. Haufen Krempel. Und ich glaube, ich habe hier gerade schon wieder Diamant gesehen. Ah ne, das war Osmium. So, Moment. Ich muss, glaube ich, mal niesen, oder? Ne, doch nicht. Okay, so. Schnell hier zurück. So. Silber. Das nehme ich mal mit. Warum ist denn hier so viel Wasser? Was ist denn hier nur los? Uranium-Ohr, das brauchen wir. Oh Mann, oh, die Steuerung geht mir auf den Sack. Also, ich habe keine Ahnung, warum das manchmal ist. Also, ich weiß es nicht. Da dreht sich die scheiß Steuerung einfach... in irgendeine Richtung. Ich habe jetzt schon bei Microsoft die Mausbeschleunigung rausgenommen. Dann habe ich hier bei dem
bei dem Logitech-Programm ein bisschen rumgespielt. Uranium. Und dennoch ist es so, dass ich manchmal, wenn ich mich bewege, dass sie plötzlich die ganze, ja, dass es sich ganz plötzlich ganz schnell dreht. Und das geht mir auf den Sack. Jetzt geht endlich mal wieder Musik an. Apropos Musik. Mir ist was eingefallen. Und zwar, da ich ja sehr oft Spiele im Humble Bundle kaufe und da sehr oft die, die Dings dabei sind, die Soundtracks, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht im Minecraft-Spielen so die Soundtracks von verschiedenen Spielen einfach mal laufen lasse. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Warte mal, jetzt habe ich ja keinen Platz mehr. Deswegen hauen wir das Basalt weg. Gold ist jetzt erstmal wichtig, aber sammeln. Oh, wir sammeln natürlich wieder das Basalt ein. Ist ja ganz klar. So als ein bisschen ja, Untermalung, so ein bisschen musikalische Untermalung, müssen wir natürlich was raussuchen. Also jetzt so die Soundtracks von übelsten ja, Action-Games, ne? Das macht es jetzt natürlich, es ergibt keinen Sinn. Irgendwas Ruhiges, was, oh, Lapis Lazuli. Oh nein, ich habe keinen Platz mehr, irgendwas, was halt bisschen vielleicht dazu passt. Zu dem Spielegenre, sag ich mal. Was schmeißt man mal weg? Was schmeißen wir mal weg? Wir haben nichts, was wir wegschmeißen können. Doch, das hier. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier ist Kohle. Haben wir noch. Jetzt bin ich oben gewesen, ja, und hab natürlich die Dings nicht mit, den Rucksack. Mal wieder nicht. Und jetzt finde ich den Ausgang schon wieder nicht. Das ist Silber, aber von einem anderen Mod. Wir haben keinen Platz mehr. Ich glaube, das ging jetzt hier lang. Es hängt! Es hängt! Nein, es hängt! Es hängt immer noch. Jetzt hängt es nicht mehr. Ich glaube, das war der Weg. Ja, genau, hier ist der Weg. Ja, das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge mal ausprobieren, beziehungsweise ich muss mal gucken, was es da so Schönes gibt. Es gibt viele, es gibt ja viele Indie-Pixel-Games und da ist die Musik halt auch ziemlich cool. Kann ja auch ein bisschen was Schnelleres sein, aber jetzt so Action-Shooter-technisch passt auf jeden Fall nicht dazu. So, dann sortieren wir den, oder wir lassen das einsortieren. Osmium, Silber, Uranium, Uranium-Ohr, dann haben wir ja Galena-Ohr, Lead-Ohr, Resonating-Ohr, Golden-Ohr, Copper-Ohr, Saphire, Lapis-Lazuli, Peridot oder was auch immer. Und der Resonating. Muss ich mal gucken, Lapis-Lazuli, Lapis-Lazuli ist da. Guck mal, wie schnell das geht. Wie schnell der das einsortiert. Geile Sache, ne? Okay. So, okay. Wo ist eigentlich der Rucksack? Ich habe mir einen Rucksack hergestellt. Ich weiß aber nicht mal, wo der ist. Habe ich den verloren? Ist der jetzt hier vielleicht in der Kiste hier hinten drin? Warte mal, gucken. Ja, da ist der Backpack. Ist da was drin? Ja, das ist... Da ist nichts drin. Aber guck mal, wie viele Slots wir da haben. Da haben wir jede Menge Platz drin. Den können wir hier reinpacken. Was ist denn noch in der Kiste hinten eigentlich drin? Da haben wir noch ein bisschen Haufen Kram, ne? Ein Haufen Krempel. Den wir jetzt eigentlich gar nicht benötigen. Mining Backpack mit 15 Slots brauchen wir nicht. Das packen wir mal raus. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Haben wir noch hier so viel Platz? Ja, drei Slots sind frei. Ähm,
wir müssen unser Lager in irgendeiner Form dann auch wieder erweitern, weil das, was wir hier haben, reicht auf jeden Fall nicht aus. Es wird, ich meine, ne, ich sage jetzt nichts dazu. Müssen wir mal schauen. Wir gucken jetzt aber noch mal nach den Bienen. Weil ich würde euch... Oh ja, jetzt ist sie tot. Also nicht, dass ich mich da jetzt drüber freue. Aber ich kann euch zeigen, wie das dann mit den neuen Bienen funktioniert. So, ganz einfach. Passt auf. Wir nehmen die Biene und machen daraus... Warte mal. Wie ging denn das? Keine Ahnung. Ich muss mal noch ganz kurz mal gucken. Warte mal. Ich schneide das jetzt nicht. Ich gehe nur mal ganz kurz gucken. Auf der Wiki. Ich labere mal in der Zeit weiter. Ach so, die ist noch nicht ganz tot. Deswegen. Ah ja. Die hat noch ein bisschen Leben. Die hat noch Leben. Das sieht man an dem roten Dings. Ich habe gerade nochmal in der Wiki geschaut und da sieht man, dass es komplett dunkel ist. Also da ist kein Strich mehr. Nichts, keine Farbe. Und da müssen wir nochmal ein bisschen warten. In der Zeit können wir das hier erstmal wieder reinschmeißen. Können wir hier eigentlich auch... Nee, das geht nicht. Wir können das nur auspressen. Aber, nee, das geht auch nicht. Können wir sonst was irgendwie mit dem Wachs machen? Wachsklumpen. Ja, toll, das geht. Wachsblock. Ja, keine Ahnung. Daraus kriegen wir wieder das raus. Ich guck mal. Wachskomp. Wachs. Beeswachs Forestry. Pam's Harvestcraft, genau. Aha. Pressed Wachsblock. Pressed Wachs. Pressed Wachsblock. Aber was können wir aus dem Wachskomp machen? Gar nichts, ne? Wir können wirklich nur aus dem Wachs so einen Block herstellen, aber das ergibt keinen Sinn. Candleberry. Wir können aus Candleberry Pressed Wachs herstellen. Auch interessant. Ja, keine Ahnung. Wachskomp. Schade, es wird hier auch nichts angezeigt, wo wir das eventuell noch mit benutzen können. Refactory Wax. Wax Capsule, das ist wieder ein anderer Mod. Das gehört zu dem Forestry Mod. Aber das ist der Pam's Harvest Craft. Ha, okay. Naja, dann können wir scheinbar nichts raus herstellen. Okay. Achso, warte mal. Carpenter, da wollte ich mal gucken. Carpenter. Zu welchem Mod der gehört? Das ist der Forestry Mod. Okay. Den Forestry Mod. Den muss ich mir dann später nochmal angucken. Da müssen wir mal schauen. Aber wir können jetzt aus dem Wachs halt nichts herstellen. Von daher schmeißen wir das einfach mal hier in die Truhe rein. Wir können das ja hier bei den Bienen. Guck mal hier. Was ist das eigentlich? Achso. Da haben wir noch den anderen Wachs rausbekommen. Das schmeißen wir hier rein. Und... Warte mal, ich gehe nochmal zurückwärts runter. Wir können ja Brot herstellen. Da können wir dann so einen... da haben wir ja schon einen Stack. Warte mal. 32. Brauchen wir nochmal 32. Das geht nicht. Okay, dann nehmen wir nur 16. Moment. Da müssen wir in unser Dings rein. 16, na, Brot. Und aus dem Brot können wir nämlich jetzt Honigbrot herstellen. Moment. Honey. So, Honigbrot. Dazu brauchen wir das Cutting Board, Honig und ein Brot. Das Cutting Board haben wir in der letzten Folge hergestellt. Das nehmen wir aus dem Regal und hier nehmen wir Honig raus. Plupp. So, Cutting Board, Honig und Brot. Eine leichte Mahlzeit. Na, okay, gut.
Das heißt, wir packen das. Wir haben ja jede Menge. Packen wir hier so rein. Nein, das wollte ich doch einfach. Also. Kann man das wieder reinpacken? Nee. Gut, dann nehmen wir das raus. Packen das da unten rein. Das packen wir hier oben rein. Oder da unten. Nee, daneben passt es am besten. Und da sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Ist hier Holz drin? Nee. Kohle? Und irgendwann kriege ich raus, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Und dann, was ist denn das eigentlich? MB? Was soll denn das sein? MB? 0, 0, 4000 MB? Muss da Wasser rein? Muss da vielleicht noch Wasser rein? Muss da eventuell noch Wasser rein? Wir schauen uns das einfach mal an. Moment. Wir können ja die Frage noch ein paar Mal stellen. Muss da denn noch Wasser rein? Vielleicht beantwortet die uns ja jemand in der Zeit. Muss denn da noch Wasser rein? Also für eine Kaffeemaschine ergibt das auf jeden Fall Sinn, wenn da jetzt eventuell noch Wasser drin ist. Was ist denn nur 4000 MB? Was soll denn das sein? Das ist hier, das ist die Energie. Aber das? Der Coffee Maker. Ich gucke mal ganz kurz, wo es den Coffee Maker gibt. Coffee Maker. Actually Editions. Actually Editions. Ich gucke mal Mod. Coffee Maker. Actually Edition. So. Coffee Maker. So, warte mal. Actual Editions. Official Wiki. Actual Editions Feed the Beast. Wiki. Und da gucke ich jetzt mal nach dem Coffee Maker. Mal sehen, ob es den dort gibt. Gut. Falsche Wiki, das heißt, egal, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ich versuche das dann mal im Off herauszubekommen. Und ich merke, dass sich gerade ein Hustenreiz anbahnt. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal abzumoderieren, ohne dass ich huste. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.